Ihr habt die Arche betreten und Ömer das Schiff gezeigt, so wie es sich für seinen Rang gehört, wie es angemessen ist. Wo ihr ihn letztlich einteilt, ist dann allerdings noch immer eure Entscheidung. Die Arche stapft mittlerweile zuckend über die offene See. Die Voyager wird nicht groß entladen, nur ein paar Tücher, die über das wertvolle Gut gespannt werden, damit die Archenkäfer sich nicht dort einnisten. Die malaskanschen Bauern und Exilanten haben starke Stimmungsschwankungen. Sie murmeln fortwährend etwas von bruderlosen Wesen, Ungeschaffenen und Einzigartigkeit, freuen sich dann allerdings umso mehr auf ihre Heimat, die ihr ihnen versprecht. Helmenport nähert sich mit großen Schritten und damit beginnen wir. Ihr habt viel vor. Nun gut, Ahmad, was glaubt ihr, wie lange wir noch brauchen, bis wir an Land sind? Ich möchte die Leute nicht so unnötig lange unter Deck halten. Ja, was denke ich? Eine Stunde? Ein bisschen mehr wohl noch. Wenn du möchtest, kannst du sie natürlich auch nach oben holen. Die aktuellen Vermutungen, ich muss gerade mal schauen, die Reise dauert insgesamt, das sind 140 Meilen. Und ich ziehe euch einfach schon mal darüber, bei 140 Meilen durch 30 pro Stunde seid ihr 4,5 Stunden unterwegs. Ja, dann würde ich das so weitergeben. Nun gut, dann werden wir uns auch nicht gar so lange in Helmport aufhalten. Wir weisen die neuen Freibauern ein. Oder stellen sie unserem Verwalter. Wer ist Was eigentlich der muss man? Verwalter? Einer der bornischen Ritter. Ach, wie war sein Name? Irgendwas mit Love am Ende. Stanislav. Oder Danislav. Einer von den beiden. Ich kann ihn nie auseinanderhalten. Wollen wir uns nicht etwas umgucken auf Helmport? Wie die Dinge stehen? Wie gesagt, wir lassen uns einen Bericht geben, löschen alle nicht benötigte Fracht aus der Arche und dann legen wir auch wieder ab. Ich soll noch etwas von der Nahrung hier lassen, je nachdem, wann die nächste Ernte eingeht. Ja, die Maraskaner können sich vielleicht oder vielleicht auch nicht selbst aus dem Dschungel versorgen, aber auch für sie ist der natürlich gefährlich. Ich kenne den Helmport bisher nicht. Ich würde mich gerne ein wenig umsehen, wenn ihr gestattet. Das könnt ihr natürlich tun. Es wird nicht viel zu sehen geben und wir werden einige Stunden sicherlich vor Anker liegen. Gut. Es gibt auch zu bedenken, eventuell sollten wir den Soldaten und den Söldnern einen Landurlaub geben. Es steht ihnen ein schwerer Kampf zu bevor und die Moral ist eine schwere Frage in diesem Zeitpunkt. Natürlich, natürlich. Dann sagen wir bis morgen. Das klingt hervorragend. Wir sollten noch eine extra Portion Alkohol ausgeben. Das sollten wir. Kümmert euch drum. Natürlich. Und während Ömer gerade etwas verloren auf dem Oberdeck der Arche steht, sich umblickt, den Wind im Gesicht, ja, vielleicht genießt, nach langer Zeit bist du wieder auf der offenen See, auch wenn du hier keine Segel siehst, die du flicken kannst, tritt ein ja, Mann auf dich zu in langem schwarzen Mantel, Peitsche bei sich, streichelt noch einmal liebevoll drüber und nickt dir spöttisch zu. Buenos dias, señores. Wo bist du eingeteilt? Donde estás dividido? Wer bist du? Wie heißt du? Hallo. Ja, ich wurde von Jalle angehört. Für die Kombüse. Kombüse. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Die Klaschembe, Señor. Dann folge mir doch einmal. Wenn das deine Berufung ist, dann werde ich dich dorthin bringen. ¿Cuál es Natürlich. tu nombre? Wie heißt du? Ich bin immer. Immer. Aus Kuncho. Ja. Wir haben eine ganze Menge Tudamidern im Unterdeck. Auch viele Bornländer, beziehungsweise, ich glaube, er weiß Toprien. So genau kenne ich mich dort nicht aus, aber komm doch einmal mit. Folgend und dann dabei gleichzeitig sprechend. Und wer seid ihr? Ah, ich bin der Mannschaftssprecher hier. Man nennt mich Ugdan. Wenn du Probleme hast mit den anderen, vielleicht auch mit den Söldnern, die etwas grober sind und sich nicht so sehr mit den Seefahrern auskennen, die hier leider allzu wenig zu tun haben, dann komm zu mir und ja, ich habe immer ein offenes Ohr für dich oder deine Probleme oder wenn dich irgendetwas anderes plagt, die Archenkäfer in die Suppe fallen oder nun ja. Ja, Okay. geht mit dir eine Treppe nach unten und dann stehst du, ja, die Luft ist hier ein bisschen streng, es riecht nach altem Essen, nach
Unwasser, auch hier im Schiff, auch wenn eine ganze Menge da wohl getan worden ist, kannst du wohl zwei Hunde sehen, die hier mager in der Ecke kauern und sich nicht bewegen, da angeleint sind. Ein paar Männer, die gerade verschiedene Speisen zu sich nehmen, das ist wohl der Essenssaal, hier wird zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie gegessen. Und wenn er dann mit dir um eine Ecke geht, kannst du hier wohl erkennen, das ist eine richtig gut eingerichtete Küche, wo verschiedene Personen stehen. Unter anderem zwei etwas kleinere Kinder. Der eine, den hattest du, glaube ich, schon in Kunchum erkannt, gesehen. Der lief wohl immer an dem Rockzipfel vom Rondriana entlang. Mal war er weg, mal nicht. Und unterhält sich gerade mit einem anderen Schiffsjungen, der wohl ein bisschen älter ist, vielleicht ein Leichtmatrose oder so. Und drei andere Köche, die dann hier gerade dabei Salzstreuer aufschrauben, Zwiebeln schneiden und vieles weitere mehr. Senores, ich darf euch vorstellen, der neue Mannschaftskoch Ömer aus Kunchom, der sich jetzt euch anschließen wird. Der Kapitän Jalan hat ihn angeworben und du wirst dich zurechtfinden, nicht wahr? Du bist bereits ein Koch gewesen? Ich bin vertraut mit Küchen, ja. Also gut, das hier ist Banyaman, Aurelio, Yusuf und der kleine Willem. Hallo. Wenn du hier noch eine andere Kreatur herumkriechen siehst, die auf Tischen herumtanzt oder so etwas, dann scheuch sie von den Tischen runter. Das müsste dann Lupdiel sein, aber seine hässliche Gesicht wirst du auf alle Fälle erkennen. Er redet auch die ganze Zeit von sich, der dritte Person, also sollte es nicht so schwer sein, sie zu übersehen. Was redet er von sich? Was? Ja, danke, Ogdan, ich übernehme ihn. Hier, komm ran. Nimm dir einen Eimer Zwiebeln. Die müssen geschält werden. Wir haben die ganze Zeit zu tun. Also, so viele Söldner. Komm immer mehr hier. Ja, man guckt sich ja mal um, schnappt sich hier so ein Holzbrettchen. Legt das dahin. Legt sich den ganzen Sack Zwiebeln direkt daneben. Holt sich das Messer raus, schneidet den Sack auf und fängt an zu schneiden. Alles klar, Kochenprobe. Schauen wir mal, wie geschickt du mit deinen Händen bist. Ja, die Köche schauen dir beeindruckt zu. Du weißt auf alle Fälle, was du tust. Gut. Müssen wir da wenig über die Finger schauen. Lupdiel, sagte er vorhin. Das ist so eine kleine verdrehte Gestalt, die war hier schon, als die Arche übernommen wurde. Das war vor unserer Zeit. Die anderen reden nur gerne von der. Das ist so ein widerliches Ding hier. Weiß nicht, ob das so ein Dämon ist oder so, aber klein, bärtig, komisch. Der Hausmeister, sagt er, glaube ich. Okay. Komm erstmal an. Alles klar. Erstmal kochen. Alle Leute müssen essen. Immer schlecht, wenn die Küche nicht läuft. Richtig. Derweil im Oberdeck. Weitere Pläne oder habt ihr nichts mehr, was ihr tun wollt, bis ihr in Helmenport ankommt? Ahmad würde mal, obwohl er keine Ahnung von Karten hat, versuchen, diese Karten zu studieren, die um Rulat herum zentriert sind. Also einfach nur mal, um da irgendwelche Gewässer und so weiter zu erkundschaften. Unsere Verbündete, in Anführungszeichen, hat ja gemeint, dass wir dort auf wenig Gegenwehr treffen sollten. Aber wenn wir auf Gegenwehr treffen, dann sollte zumindest ein Fluchtweg geplant sein. Falls es soweit kommt, ich denke allerdings nicht. Möchtest du das alleine machen oder nimmst du den Keras dazu, der ja als wenn Keras mir helfen will, klar. Aber ich würde auch einfach mit den beiden Kartografen das machen. Keras, wie sieht's bei dir aus? Wenn ich mich erbittet, dann mache ich mit, aber. Gut. Also ansonsten bringe ich ins Gespräch ein, wenn du möchtest. Die Kartografen könnt ihr dann die etwas genaueren Karten rund um Rulat heraussuchen. Das ist wie gesagt eine Doppelinsel, Rulat und Tisal, die dann vor Südwall liegen. Auch hier begann damals die Bovardianische Invasion. Als dann aus dem Nichts irgendwann die Dämonen vor der Tür standen. Mit Maraskan hatte das Ganze damals noch wenig zu tun. Niemand wusste, dass Borbarad zurückgekommen ist. Und dann standen
sie vor Rulat und Tisal und wenige Tage später dann auch in Mendena und haben die Stadt einfach niedergerissen. Es gibt in Rulat selber einen kleinen Hafen im Süden der Insel, Port Rulat, direkt in einer Bucht. Dort gibt es so um die 4.000 Bewohner, so genau ist man sich nicht ganz sicher, mit einer Festung, die dann in die Steine gehauen ist. Die ist auch ziemlich bekannt, gerade im Mittelreich. Hier hat man wohl Exilanten eingesperrt. Man kennt hier auch die Geschichte von Answin von Rabenmund, der dann hier nach seinem versuchten Thronraub eingesperrt worden ist. Es gibt noch einen weiteren Punkt auf der Insel, Voterek, da weiß man allerdings nicht so viel genau. Wird wohl irgendein Piratennest sein. Ja, und auf dem Festland dann Südwall und ein Muschelstrand. Ein Muschelstrand? Das ist ein kleines Dorf, wahrscheinlich mittlerweile piratisch. Südwall, Muschelstrand, noch weiter im Norden Sadorsk und dann die Mündung bei Mendena. Ach so, okay, ja. Jetzt check ich's. Also hier ist ungefähr Südfall. Ja. Und dann geht das genau. Hier in kleinen Tagesreisen geht das Stränden. Aber Rulat ist uns nur eine Stadt bekannt, oder? Port Rulat. Port Rulat, alles klar. Genau, und hier gibt es dann noch ein weiteres kleines Dörfchen, aber das ist nicht der Rede wert. Und hier ist dieses, ich hab vergessen, wie es heißt. Der Strudel in die Niederhöllen. Der Strudel in die Niederhöllen. Er bewegt sich. Der Strudel bewegt sich. Der kreist wohl immer in diesem Gebiet. Das könnt ihr dann auch die KGIA-Karten sein. Das sind die Kiaras hat. Man weiß nicht genau warum, aber ja, irgendwo da in der Nähe vermutest du zumindest sowas wie einen zeremoniellen Ort. Vielleicht der Strudel selber, der sich bewegt, aber genaueres müsstest du dann aus den Karten herauslesen. Hier unten ist Port Rulat. Und den Splitter finden wir auf Rulat, oder? Dazu kann ich nichts sagen. Der Splitter soll nach Rulat gebracht werden, weil er dort wohl für dieses Ritual gelten soll. Alles klar. Bin mir nicht sicher, ob sie ihn dann in dem Strudel versenken werden oder sonst was vorhaben. Aber da der wandert, wird das Festland unser einziger sicherer Anlaufpunkt sein. Das Land der Insel. Ich glaube nicht, dass sie hier neben Strudel versenken. Wahrscheinlich nur ein Ritual, eine Verstärkung, eine Donaria für eine Beschwörung, ein Ritual, etwas. Weil ich glaube nicht, dass sie ihren Splitter, den Kern der Macht in der blutigen See so einfach aus der Hand geben. Die Stadt selbst angreifen wird nichts bringen. Wir müssen versuchen, direkt das Schiff abzufangen. Das wird unsere beste Wahl sein, ja. Eine befestigte Stellung anzugreifen, ist immer ein größeres Risiko. Auch wenn ich geneigt wäre, herauszufinden, was diese Arche mit Befestigungen macht, wenn sie es drauf anlegt. Ey, Ömer! Scheiße! Wie spät ist es? Weiß ich doch nicht. Wann bist du auf die Arche gekommen? Draußen war hell, oder? Gerade. Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Aber die Offiziere sind auch wieder alle da, ne? Scheiße. Okay, hier, nimm die beiden Karaffen. Der Koch, der hier wohl irgendwie zurzeit gerade die Obsicht hat, muss gerade mal schauen, Yusuf ohne Land, stellt hier ein großes Tablett hin mit zwei Karaffen Wein, mehrere Becher. Scheiße, das sollte eigentlich dieser Alan Fana, er will die ganze Zeit Wein saufen und na gut, Zigarren, scheißegal, die hat er bei sich selber. Aber hier, nimm das, bring das nach oben. Der Offiziersraum wirst du finden. Oh Gott, wo war der? Gehst du die große Treppe hoch und dann die erste links. Da ist so ein großer Tisch, da stellst du das hin und dann, stell dich dazu oder was? Wenn die irgendwie dich rausschicken, dann sollen sie sich rausschicken. Aber ansonsten bringst du den neuen Wein oder so ein Blödsinn. Schnell, hier nach oben, renn. Aber fall nicht hin, klar. Der Wein ist teuer. Ja, mit schnellen, aber nicht rennen. So wird immer rausgehen aus der Küche. Scheiße. Über die Arche wandern. Angriff auf Befestigung, das hatten wir doch schon das Thema. Wir haben hier gewisse Leute, die absolut dagegen sind, dass wir irgendetwas direkt angreifen mit entsprechenden Waffen. Nun, die Galeasse im Boran zu versenken, hat doch auch wunderbar funktioniert. Herein. Und Ömer macht die Tür auf.
Ist das hier der Offiziersraum, die hohen Herren? Ja. Ich bringe Sachen aus der Küche, die ich vorbeibringen soll. Hat ein Tablett in der Hand, was er so vor sich hält und sich ein wenig umschaut. Wein und ja, so Sachen eben, sagt der Koch. Stellst du genau, das natürlich. Gut, jedenfalls, wo waren wir? Wenn meine Rechnungen richtig sind, dann hier, schaut, dort sind eingezeichnet, wie die Strömungen laufen. Wenn der Strudel nicht zu sehr alles beeinflusst hat in diesem Bereich, sollte es möglich sein, die Route eines Schiffes von Mendena auszuberechnen und entsprechend einen Abfangkurs einleiten. Das ist gut. Die Frage ist nur, wenn sie Geleitschutz haben, könnte das haarig werden. Wie viele Schiffe liegen denn in Mendena vor Ort? Wissen wir das? Ich kann euch sagen, wie viele in Mendena nominell stationiert sind. Lasst mich kurz die Papiere durchgehen. Wovon wir ausgehen können, ist, dass es in Rulat wohl keine Zivilisten mehr geben wird. Die Stadt ist so lange schon unter Belagerung oder unter dämonischer Herrschaft. Ich bezweifle, dass irgendetwas dort noch rein und rettbar ist. Pajavitosta, das ist nicht ganz richtig. Ich habe einiges erfahren von... wie hieß der? Erfährt ihn noch gleich. Ich hatte mich in... Minoros? Ja. Ich hatte mich mit... lass mich nicht ganz lügen, ich hatte ihn kennengelernt. Das war damals noch in Kuntium, als er vor Ankar war, noch vor Alanfa. Ein Bordgeweihter von Sarnin. Er sprach wohl davon, dass er selbst aus Mendena kommt und dort einige Zeit noch gepredigt hat. Es gibt dort es gibt dort viel Zivilisten, die dort leben, arbeiten, schuften, aber sie können wohl ein ganz gutes Leben leben, sagte zumindest der Sturmtaucher hieß er. Ei, Barbitosse. Weg. Ihr kennt ihn, ja. Ei, von der Seeadler. Ja, Sturmtaucher ist, kommt selber aus Mendena. Und er sagte, dort gibt es eine ganze Menge Zivilisten. Man muss nur den richtigen Preis bezahlen, wenn man dort arbeiten will. Predigen. Auf Rulat oder wo? Nein, nicht auf Rulat. Mendena. Also es in Mendena Zivilisten gibt, steht außer Frage. Schließlich gab es ja genug, die der Stadt nicht entkommen konnten. Karino sagte doch eben, dass es dort keine Zivilisten gibt. Ich auf Port Rulat. Ich dachte, er sprach von Port Rulat. Ah, okay. Habe ich das falsch verstanden? In Mendena wird es wahrscheinlich noch genug Leute geben, die dort versklavt und unterdrückt sind, die noch nicht geopfert wurden. Ich finde jedenfalls gerade nichts zur Lage in Mendena. Ich habe hier nur das Papier zu Maraskan, aber das bringt uns wenig. Aber ich denke, wir können mit einer... einer ziemlich großen Flotte rechnen, die nominell vor Anker liegt. Die Frage ist nur, wird das Schiff begleitet? Denn wenn man so etwas Wichtiges in den Splitter begleitet, könnte es auch sein, dass sie nur ein einzelnes Schiff ausschicken, damit es keine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Schließlich hat Xeran mehr als einen Feind im Perlenmeer. Schätzt ihr Xeran so unvorsichtig ein? Ich würde es nicht tun, an seiner Stelle. Nun, wir sollten mit den meisten Begleitschiffen locker fertig werden. Alles, worüber uns vielleicht Sorgen machen sollten, ist, wenn sie mehr als eine Arche haben, die wir versenken müssen. Oder die Plagenbringer. Der müssen wir uns zwangsläufig irgendwann stellen und jetzt, da wir fast auf voller Stärke sind, ist wohl der beste Zeitpunkt dafür. Ei, besser wird es nicht. Vor allem da natürlich die Seeadler und wenn wir Glück haben, die Sulmar noch da sein werden. Diese neue Niere sperrt wirklich ziemlich gut. Ich würde nicht sagen, dass ich... Ich bin erstaunt, dass ich so etwas selber von mir sage, aber... Sie funktioniert wieder. Dennoch ist das kein Dauerzustand. Wir können nicht jedes Mal losziehen und eine Seeschlange jagen, nur um dieses Schiff zu behalten. Wenn wir Erfolg haben, werden wir das Schiff nicht behalten müssen. Genau, deswegen sollten wir es jetzt so gut einsetzen wie möglich. Wenn wir dabei ein Schiff wie die Plagenbringer ausschalten können, umso besser. Noch eine solche Chance werden wir nicht bekommen, vor allem nicht ohne die Arche. Vielleicht sollten wir die Möglichkeiten der Arche berücksichtigen, auch über Land zu gehen. Die Piraten bzw. Xeran und seine Landtruppen müssen ja schließlich ausschiffen. Ich weiß nicht, ob sie direkt in Port Rulat ausschiffen oder einen Umweg über Land machen. Ein
Guter Einwand. Wenn wir den Port angreifen müssen, dann werden sie keinen Angriff von hinten erwarten, nicht von so etwas Riesigem. Und die Plagenbringer kann uns auf Land nicht folgen. Wie schnell ist das Schiff denn auf Land? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Nein, aber das könnten wir eigentlich in Helmbot tun. Mich würde interessieren, ob Xeran Dämonen mitschickt. Ich habe gehört, dass die Splitter wohl sehr eigensinnig sind, was Dämonen angeht. Eigensinnig? Inwiefern? Ob die Splitter sie beeinflussen, eigensinnig werden lassen, ob man sie weiter beherrschen kann. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht will die unbarmherzige Säuferin hier ihren Splitter zurück. Aber sitzen wir nicht auf einem Halbdämon der unbarmherzigen Ersäuferin? Wäre interessant zu wissen, was passiert, wenn wir mit der Arche in die Nähe des Splitters kommen. Das könnte ungut werden. In der Tat, und sollten sie viele Dämonen dabei haben. Nun, wir werden alle Belagerungswaffen mit Waffenbalsam ausrüsten müssen, auch alle Soldaten. Ebenso sollten wir so viele Antimagier auftreiben können wie möglich. Vielleicht kann uns die Graue Gilde in Festum helfen. Ich schiele mal unauffällig zu Ömer rüber. Er steht immer noch im Zimmer, oder? Ja, der steht immer noch im Zimmer. Der hat das, hat das leere Tablett sozusagen so etwas hinterm Rücken, mit beiden Händen in das Feste und schaut so ein bisschen um, ob noch jemand was braucht. Guckt dann Jalan an. Was denn? Sollten wir dies vor einem bis jetzt unbekannten Personen so offen besprechen? Oder genießt ihr unser Vertrauen? Andererseits habt ihr da natürlich recht. Andererseits ist Jasper auch dauernd hier. Es klopft an der Tür und Jasper kommt herein. Oh, eine Besprechung, die bereits ohne mich angefangen hat. Wie immer. Natürlich, natürlich. Machen wir doch eine ganz große Versammlung draus. Und wir waren sowieso fast fertig. Es ist tatsächlich zu einer Besprechung geworden, nicht wahr? Dabei wollten wir uns nur die Karten angucken. Ja, Jasper schnippt einmal wohl offensichtlich in deine Richtung und fordert dann Wein von dir, ohne etwas zu sagen. Lässt sich dann erstmal von dir einschenken. Ja, überschiebt dir noch den Stuhl zurecht und schüttet ihm dann schnell noch was ein. Und der Mann scheint ja Dienst zu benötigen, das ist gut, dann kommt er hier. Es ist ein alter Mann, auf seinen Stock gestützt. Sehr aufmerksam. Danke. Natürlich, hoher Herr. Also gut, machen wir es kurz und schmerzlos. Liefern wir Reis und Zivilisten in Helmport ab, fahren dann weiter nach Festum, liefern dort weiteren Reis ab. Machen wir dann weiter mit Söldnern voll oder lassen wir die Zivilisten zurück? Kapitän. Und Sie sollten so viele Zivilisten wie möglich zurücklassen. Wir wissen schließlich nicht, was der Arche widerfahren wird. Unter anderem einige der Köche können in Festum bleiben, denke ich, oder in Helmport. Wir sollten alles, was nicht dringend notwendig ist, in Helmport lassen. Ebenso Kohlraps-Novizen. Nun, da sollten wir sie selbst fragen. Vielleicht benötigen sie noch in Festung. Möglich, das wird sie dann wissen. Gut. Wie gesagt, in Helmport wird alles abgeladen, auch die... die beiden Rotzen, die wir unter Deck haben, werde ich aufgebaut haben. In Helmport? Nein, auf dem Deck. Wir werden so viel Feuerkraft brauchen, wie wir kriegen können. Haben wir dafür noch genug Männer, um sie zu bemannen? Nicht dauerhaft, nein. Aber es ist wesentlich schneller, von einer Rotze zur nächsten zu laufen und sie auszurichten, anstatt eine nachzuladen. Können wir die Männer nicht drillen zum Nachladen, die wir nicht brauchen? Wir werden alle brauchen, die wir kriegen können. Eine solche Ausbildung wird etwas länger dauern als ein paar Tage. Ich weiß nicht, dauert es wirklich so lange, eine Rotze nachzuladen und eine qualifizierte Ausbildung dafür? Wenn ihr wollt, dass niemand die Hände verliert, ja. Nun gut, aber mir setzt euch mit Braun auseinander, schaut, was ich machen lässt. Ich werde mein Bestes tun. Nun gut, dann weit machen für Landgang. Wir sind bald da.
Ah, ja. Und so erreicht ihr nach einigen Stunden wieder durch den Sturm schreitend die Insel. Das Schreien von Vögeln begrüßt euch. Ruhig und friedlich liegt sie vor euch. Ein paradiesischer Anblick, vor allem dann für den jungen Ömer. Viele grüne Bäume säumen hier wieder den Strand, noch weniges Rot des Pflanzenwerkes zu sehen. Mit großen Schritten auf den Strand zu. Ja, es gibt einige Symbole, einige Flaggen, die da noch ausgetauscht werden, und die Rotzen und auch der Bock schweigen. Wir wechseln auf die Maraskan-Karte. Hier in Helmport hat sich wenig getan. Es fehlt hier einfach überall an den helfenden Händen. Es gibt einige Söldner, die zurückgelassen worden sind, vor allem die bekehrten Gefangenen, die damals unter der Fuchtel der Inquisitoren gedrillt worden sind, die hier etwas noch die Mauern versucht haben nach oben zu ziehen, wieder auszubessern, gerade auch die Schäden, die die Arche hinterlassen hat, als die Stege zerdrückt worden sind. Und es gibt auch keine weiteren Bauern, die liegen meistens nur vorne in der Sonne, sonnen sich ein bisschen oder trinken den wenigen Alkohol, die sie dann noch aus der Taverne plündern konnten, und stehen dann in Reihe und Glied wartend, bis dann der Kapitän aus der Arche heraustritt, zusammen mit seinen Männern und den Zivilisten. Das tut er dann auch. Er dann schreitet über den auch eher wackeligen Steg aufs Festland herauf. Und hält direkt auf den zurückgelassenen Kommandanten zu, den bornischen Ritter, dessen Name ihm dauernd entfällt. Stanislav. Kapitän, schön euch wieder hier zu sehen, euch zu begrüßen. Ich dachte schön, euch auch noch in einem. Vergessen. Es gab viel zu tun. Schön, euch auch noch in einem Stück zu sehen. Wenig passiert. Wir halten uns von dem Wald fern. Es gab auch keine weiteren Begegnungen mit Kamotgardisten. Alles ruhig. Die Wipfeltiger lassen euch auch in Frieden? Ja, zurzeit schon. Wie gesagt, wir halten uns von dem Wald fern. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir dort vordringen, aber ich habe das Gefühl, dass die Gefangenen, die ehemaligen Piraten, die wir irgendwo bei Valusa aufgegriffen haben, keinen eigenen Willen mehr haben. Keine Persönlichkeit. Sie sind einfach nur da. Nun, sie dienen jetzt dem Herrn Paios. Der wird ihr Leben verwenden, wie er es für richtig hält. Ei. Habt ihr mir etwas mitgebracht? Ei. Wir haben Nahrungsmittel, wir haben neuen Alkohol und vor allem haben wir mehr als genug helfende Hände, um den Laden auf Vordermann zu bringen. Doch auf den ersten Blick wird offensichtlich, dass es an Baumaterialien fehlt. Habt ihr was mitgebracht? Frisches Holz? Leider nicht, nein. Es wächst zwar etwas nach, aber wir können, wenn ihr weitere Bauern oder Holzfäller habt, können wir auch den Strand weiter nach links und rechts gehen. Vielleicht finden wir da dann einige Sachen, aber hier direkt vor der Tür würde ich ungern schlagen. Wie gesagt, die Wipfeltiger machen mir schon etwas Angst. Ja, vor denen sollte man sich in Acht nehmen. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass ihr mit Hilfe der Ortskundigen in der Lage sein werdet, Holz zu schlagen. Ei. Ich behalte weiter das Kommando hier. Das ist richtig. Ich werde euch... ich wende mich mal zu Bruder Fürchtepreis um. Euer Gnaden? Ja? Ich möchte euch doch gern den Zivilisten hier auf der Insel zur Seite stellen. Denn was wir als nächstes vorhaben, wird überaus gefährlich sein. Das ist gut zu wissen. Ich werde hier bleiben, wenn ihr das meint. Ich bin zwar Wanderpriester, aber auf Maraskan... So oft ist man ja auch nicht hier. Ich glaube, das letzte Mal war ich vor 15 Jahren hier. Also schon einige Zeit her. Müsste jetzt mein siebtes Mal sein. Maraskan ist schön. Also es gibt hier viele Männer, die eure Weisheit gebrauchen können. Ja, ich werde dafür sorgen, dass wir hier einen kleinen Schrein aufbauen lassen. Stützt er sich nach vorne auf seinen Stock. Das wird eine gute Idee sein, um für das geistige Wohl der Männer zu sorgen.
Wenn ihr auf dem Schiff weiter den Segen von Praios bedarf, dann wendet euch an meinen guten Akoluten. Eldon hat viel gelernt in der Zeit. Ich bin mir sicher, er wird euch würdig vertreten.